Ein bisschen kurz. Danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Das Thema soll heißen, bilden Medien die gesellschaftlichen Realitäten ab? Und wenn ich Ihnen gleich das Podium vorstellen werde, dann werden Sie merken, dass es vor allem darum gehen wird, das schon Frage der Begrifflichkeiten, die arbeitende Klasse, nennen wir es vielleicht mal, ausreichend in Presse, Funk und Fernsehen vertreten ist mit ihren Themen, mit ihren Bedürfnissen. Und was das möglicherweise auch damit zu tun hat, dass wie sich die berichtende Klasse, nenne ich es jetzt mal, so zusammensetzt. Mein Name ist Brigitte Beetz, ich bin Medienjournalistin in Köln und ich bin in gewisser Weise auch eine Ausnahme in der Medienwelt, weil ich aus einem Arbeiterhaushalt stamme. Die erste war, die studiert hat in meiner Familie. Auch aus dieser Tradition der Arbeiterbewegung heraus, dass Wissen eben Macht ist und dass die Kinder es einmal besser haben sollten. Das ist natürlich, wie Sie sehen können, auch schon ein paar Jährchen her. Und in dieser Zeit scheint es so eine Art Backlash gegeben zu haben, wenn ich das jedenfalls richtig beobachte, nämlich, dass sich der journalistische Nachwuchs mehr denn je aus Akademikerhaushalten rekrutiert und die Stimmen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch Arbeitslosen, eher weniger vorkommen als früher. Ob das wirklich so ist, woher das kommt und ob und wie man das ändern sollte, sowieso ändern könnte, darüber sprechen wir jetzt, und zwar mit zwei Journalistinnen, die sich explizit schon mit dieser Frage beschäftigt haben, und nicht nur in zwei sehr lesenswerten Aufsätzen, die sie alle im Sammelband der OBS, welche Öffentlichkeit brauchen wir zur Zukunft des Journalismus und demokratischer Medien, nachlesen können. Da haben wir zum einen Julia Friedrichs, vielfach ausgezeichnete freie Journalistin, natürlich auch mit dem Otto-Brenner-Preis schon bedacht. Der eine oder andere, die andere haben vielleicht auch ihre Dokumentation über Tata gesehen, die im ersten lief, die sie mit anderen... Im zweiten sieht man besser, das ist schon mal... Ich habe es leider nicht gesehen, aus Zeitgründen. Aber im zweiten gibt es natürlich auch hervorragende Sendungen, ist klar. Aber die Ungleichheit in unserem Land, nicht nur im Mediensystem, in unserem Land, beschäftigt Sie ja immer wieder. Sie haben dazu auch Bücher geschrieben. Und ich würde Sie gerne erstmal fragen, habe ich den Status quo richtig beschrieben oder war das nur meine Sicht der Dinge? Okay, herzlich willkommen. Ich glaube, das ist richtig beschrieben, Status jetzt. Ich glaube, das könnte sich ändern, für den Journalismus auch nicht so guten Gründen, weil ich glaube, der Journalismus hat an Attraktivität verloren. Und das sind dann immer Phasen, wo ein Beruf auch wieder offener wird für Aufsteigerinnen. Aber wenn wir uns den Status quo anschauen, ich habe das ja in dem Text für den Sammelband mir auch zum Beispiel bei Journalistenschulen angeschaut, die sind wirklich in extremster Art und Weise sozial selektiv. Da sprechen wir dann eher über die Oberklasse, also Professorinnen, Kinder, Unternehmer, Kinder, die da den Zugang finden. Das ist so. Und ich glaube, das ist ein Ding, was in der ganzen Diversitätsdiskussion lange Zeit komplett vernachlässigt wurde, die sozioökonomische Herkunft von Journalistinnen. Sie sprechen es an, Diversitätsdebatte. Eigentlich ist Diversity doch in aller Munde. Also dieser Wunsch, möglichst viele Gruppen in den Medien eine Stimme zu geben, auch sie in den Medien vorkommen zu lassen. Warum trifft das nicht auf ärmere Menschen zu? Ich glaube, es ist ganz lange einfach übersehen worden. Auch in den ganzen, in der Diversity Charta war diese Dimension, die siebte Ungleichheitsdimension, sozioökonomische Herkunft, ist vor kurzem erst hinzugekommen. Daniel Dreppert, den ich für meinen Aufsatz auch interviewt habe, hat gesagt, es mag vielleicht auch daran liegen, dass es erstmal nicht so sichtbar ist auf den ersten Blick, ob man jetzt eine Arbeiterkindherkunft wie er zum Beispiel hat. Viele Aufsteiger versuchen, das auch hinter sich zu lassen, versuchen, das zu verbergen. Ich habe mich sehr gefreut, dass mir jetzt Kolleginnen nach diesem Text geschrieben haben und gesagt haben, sie hätten so eine Art Coming-out in ihrer Redaktion gehabt und hätten gesagt, das trifft auch auf mich zu. Ich komme aus einer armen Familie und habe den Weg hier in diese Redaktion geschafft. Und dann ist es, glaube ich, auch der ökonomische Zugang in den Journalismus, der lange Zeit sehr unsicher war. Das heißt, wenn wir Praktika voraussetzen, wenn wir freie Mitarbeit voraussetzen und erst relativ spät ein gesichertes Einkommen in Aussicht stellen, dann ist das natürlich was jetzt Arbeiterkinder
außen vor hält. Auch das hat die Mareike Kaiser in dem Bericht, die ich interviewt habe, erklärt, dass für sie es kaum leistbar war, den Weg in den Journalismus zu gehen, dass sie neben den Praktika dann oft abends noch eine Schicht im Biomarkt machen musste, um sich den Journalismus leisten zu können. Und das sind nur mal ganz kurz angerissen, glaube ich, so drei Gründe dafür. Da kommen wir bestimmt noch näher drauf zu sprechen. Ines Schwertner ist Chefredakteurin der deutschsprachigen Jacobin, habe ich gelernt, endlich gemerkt, wie man es richtig ausspricht. Das ist ein Magazin US-amerikanischen Ursprungs, das sozialistische Perspektiven auf Politik, Wirtschaft und Kultur liefern möchte. Ist ja auch interessant, dass der Sozialismus jetzt über den Umweg USA wieder vielleicht zurückkommt. Sie konstatieren in Ihrem Artikel das Verschwinden der Arbeiterklasse aus den Medien. Woran machen Sie das fest? Ja, ich erinnere mich gar nicht mehr an den Beitrag, weil ich den in den Sommerferien geschrieben habe. So, ich musste den erstmal selber wieder lesen. Das habe ich da eigentlich geschrieben. Aber ja, ich glaube, wir unterscheiden uns in der Analyse so ein Stück weit, als dass ich in dem Beitrag ja nicht so sehr auf die Zahlen schaue, wie viele schaffen es auf die Journalistenschulen oder in die Beiträge der bürgerlichen Medien, sondern eher versucht habe zu zeigen, warum der Niedergang der Organisationen auch der Arbeiterklasse, also Gewerkschaften und auch sozialistische Parteien, also die Massenorganisationen der arbeitenden Klasse, dass während die im Niedergang ist und also auch ökonomische Kämpfe verloren worden sind und auch sozusagen im Zuge des Neoliberalismus Deregulierung und alles das, was wir jetzt eben auch schon gehört haben an Prozessen, also mit dieser schwindenden Kraft der arbeitenden Klasse strukturell sich natürlich auch das Abbild in den Medien weniger wiederfindet. Also es ist eher ein strukturelles Argument, nicht dafür zu sagen, es ist jetzt irgendwie besser oder schlechter, wenn es mehr Aufstieg gibt, sondern eher, es findet einfach in den Medien weniger Arbeitskampf statt, und zwar deshalb, weil wir weniger Gesellschaft gemacht haben. Mhm. Als ich eben schon den Begriff sozialistisch genannt habe, merkte ich schon, dass das etwas schwer einem über die Lippen geht. Das Wort Klasse ja eigentlich auch. Warum hat sich das mal so eingebürgert, diesen Begriff nicht mehr zu benutzen? Ich glaube, das hängt genau mit dem Prozess zusammen. Also man kann, die einzige Zahl, die ich durch den Beitrag zitiere, ist, dass das Wort Arbeiter oder Arbeiterin, wenn man das analysiert, Korpuslinguistik, merkt man, dass das in den letzten 20, 30 Jahren immer weniger benutzt wurde. Sowohl im Deutschen Bundestag als auch in den Medien. Und daran merkt man, natürlich sind die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht verschwunden und auch die arbeitende Klasse nicht, aber sie werden nicht mehr genannt. Also tatsächlich spricht niemand mehr über die arbeitende Klasse, obwohl es sie als analytische Kategorie, wenn man das jetzt so marxistisch beschreiben darf, natürlich immer noch gibt. Aber sie hat sich erstens ausdifferenziert, das ist der eine Prozess. Und der andere Prozess ist eben tatsächlich, dass es auch von oben sozusagen als herrschende Politik ja auch ein Teil der Strategie war, innerhalb des Neoliberalismus aus arbeitenden Menschen auch Konsumentinnen zu machen, Menschen, die Entscheidungen treffen als Individuen und Schuld dafür tragen, ob sie in Armut geraten oder nicht. Das ist ja Teil auch eines sozusagen einer ideologischen Auseinandersetzung, bei der ja auch diese gesellschaftliche Macht oder dieses Kollektiv, sage ich mal, als Klasse, gar nicht mehr vorgekommen ist. Und deswegen trauen wir uns schon fast nicht mehr davon zu sprechen, obwohl ich sagen würde, nach wie vor natürlich gibt es Menschen, die für ihre Lohnarbeit, wir alle müssen irgendwie sehen, wie wir über die Runden kommen. Insofern gehören wir auch zur arbeitenden Klasse. Also es ist natürlich nicht so, dass sie verschwunden wäre als Kategorie, aber dass sie verschwunden ist in der Aufmerksamkeit sozusagen. Und man sieht ja die Klasse vielleicht auch nicht mehr den Menschen so deutlich an wie möglicherweise früher. Trotzdem gibt es ja so geheime Codes, die möglicherweise dann verhindern oder sagen wir mal umgekehrt, dass Menschen befördern ja gerne Menschen, die ihnen ähnlich sind, und man merkt dann vielleicht dann doch, dass der eine oder die andere nicht ganz dazugehört. Stichwort Habitus, da haben Sie ja auch einiges zugeschrieben, Frau Friedrichs. Ja, man weiß ja, dass das in der sozialen Auswahl entscheidend ist, und das sehen wir natürlich auch im Journalismus. Es gibt dann ein Prozedere, was man lange Thomas-Kreislauf genannt hat, also dass Thomas immer wieder Thomas nach sich ziehen. Ich glaube, da sind wir jetzt angekommen bei dem Punkt, dass wir sagen, okay, das haben wir verstanden und wir versuchen, diese männliche Hegemonie zu brechen. Und ich habe aber in dem Text geschrieben, dass wenn jetzt dann ein Nele-Kreislauf oder ein Annika-Kreislauf dazukommt, dass das nicht das Alleinseligmachende ist, sondern dass wir eben gucken müssen, gerade im Journalismus, wenn wir dieses Land beschreiben wollen,
dass diejenigen, die das Land beschreiben, das aus verschiedenen Perspektiven tun. Ich würde nie sagen, dass jemand, der Journalismus betreibt, alles selbst erlebt haben muss, was er da beschreibt, sondern das Handwerk der Recherche, der Beobachtung, das ist quasi was, das kann jeder lernen. Trotzdem glaube ich, wenn in Redaktionen bestimmte soziale Herkünfte komplett fehlen, dass es das den Journalismus schlechter macht, weil nämlich bestimmte Perspektiven fehlen, weil bestimmte Eindrücke fehlen. Das fängt ganz banal an. Also wenn wir in der Corona-Pandemie, habe ich mir das mal angeschaut, wenn wir da die tagesaktuelle Berichterstattung uns angeguckt haben, Thema Homeschooling. Da waren ganz oft, vor allem in den ersten Wochen, wurden Menschen gezeigt, die gesagt haben, ja, das ist auch eine Zeit, wo wir zu uns kommen als Familie. Das waren dann Menschen, die gesagt haben, die Kinder spielen im Garten, die sind da auf dem Trampolin, endlich mal nicht so viele Termine und jetzt rücken wir näher zusammen. Das lag daran, dass die Menschen, die quasi dieses Thema Homeschooling transportiert haben, oftmals Freunde und Bekannte von den Journalisten waren, weil es ja in der Zeit auch schwer war, anders zu recherchieren, und dass die eben eine bestimmte sozioökonomische Herkunft hatten. Das heißt, ein Haus, ein Garten, ein eigenes Zimmer für die Kinder. Es hat in der Berichterstattung sehr, sehr lang gedauert, bis Menschen auch stattfanden, die in kleinen Wohnungen wohnen. Das ist jetzt ein ganz, ganz banales Beispiel, wo wir sehen, eine homogene Redaktion, in der dann auch niemand sagt, Leute, das könnt ihr nicht als normal hinstellen. Die Hälfte der Menschen in Deutschland sind Mieterinnen, die wohnen so nicht. Sorgt dafür, dass Journalismus schlechter wird. Und um das nochmal auf die Spitze zu treiben, die Anna Meyer, die ich auch für den Text interviewt habe, die bei der Zeit arbeitet, die hat gesagt, dass bei ihnen zum Beispiel so eine Fotostrecke war, Kinder im Homeschooling. Und da stand dann Maja aus Stuttgart, Lina aus Mainz. Und bei einem Kind stand dann, Marius wohnt in einer Mietwohnung. Das heißt, es wurde als normal vorausgesetzt, dass man als Kind in einem Haus wohnt. Da wurde dann nur die Stadt genannt. Und bei diesem armen Kind wurde dann quasi gesagt, eine Mietwohnung. Und das finde ich ganz wichtig, dass natürlich eine Gruppe, wir neigen immer dazu, unser Selbst als normal zu sehen. Das weiß man auch aus vielen Studien. Wir denken immer, wir sind Mitte. Und Redaktionen sind von ihrer sozioökonomischen Herkunft nicht Mitte, denken aber, sie seien Mitte. Und ich glaube, das ist für den Journalismus wirklich, wirklich fatal, wenn das passiert und wenn da niemand sitzt, der sagt, nee, Leute. Sie sind ja jemand, der dieses Thema sehr stark immer auch nach vorne bringt. Wie haben Sie das denn erlebt in Redaktionen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Sie sind ja freie Journalistin, da sind Sie natürlich nicht regelmäßig in einer festen Redaktion, aber Sie verhandeln ja mit Redakteurinnen und Redakteuren. Es gibt eine ganz große Offenheit für die Themen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Problem. Das hat auch die Anna Meyer beschrieben, fast eine Dankbarkeit in den Redaktionen, wenn sie dann auf sowas hinweist. Aber das macht ja den alltäglichen Journalismus nicht besser, weil es geht ja nicht darum, dass man so Dinge dann in einer Sozialreportage verhandelt, sondern dass man wirklich versucht, im Journalismus unsere sozioökonomische Wirklichkeit akkurat abzubilden. Und bei meinem letzten Buch Working Class, das ich geschrieben habe, bin ich oft von Journalisten, die mich interviewt haben, dann gefragt worden, warum porträtieren Sie denn Menschen am Rande der Gesellschaft? Das waren keine Menschen am Rande der Gesellschaft. Wir haben ein Medianeinkommen von einem Single von 1.900 Euro. Das waren nochmal für die Journalisten, die vielleicht zu den oberen 20-30% gehören, waren das Menschen am Rand. Aber auf die gesamte Gesellschaft bezogen sind es einfach Menschen der unteren Mittelschicht. Und ich glaube, wenn eben eine schiefe sozioökonomische Auswahl, wie wir sie in Redaktionen haben, zusammenkommt mit einem Nichtwissen über ökonomische Kenndaten, was wir leider auch total in Deutschland verbreitet haben, dass man nicht weiß, was ist das Medianeinkommen, was ist das Vermögen, wie ist das verteilt, dann erzählen wir halt ein schiefes Bild von unserem Land, und zwar im alltäglichen Journalismus. Ich glaube, es geht gar nicht um die Sozialreportagen, die sind exzellent. Es gibt tolle Berichte über Ungleichheit. Ich glaube, es geht mehr um den permanenten Fluss im Journalismus. Wer ist Protagonist? Wer wird wie wo gehört? Wer wird wie wo abgebildet? Also Menschen, die zum Beispiel als Reinigungskräfte arbeiten, die können sich ja nicht nur dazu äußern, sondern die können sich ja auch zu allen anderen Themen äußern, aber sie werden eben viel zu selten gesehen und gehört. Und man spricht wahrscheinlich eher über die Leute, also sie werden dann interviewt über die arbeitende Klasse, aber die arbeitende Klasse selber
kommt weniger zu Wort werden? Sind wir dann zu sehr akademisiert und vielleicht gibt es auch ja, zu viele Journalisten, die quasi auch dann in den Großstädten wohnen und vielleicht auch gar nicht, jetzt kann ich sagen am Rand, weil es ist ja alles mitten in der Gesellschaft, aber wir sind zu akademisiert als journalistische Klasse und zu großstädtisch geprägt vielleicht? Bestimmt beides. Also es kann gut sein, und ich würde auch den Eindruck bestätigen, auch die, dieses, wie Friedrichs genannt hat, dass es so eine Art von, ich sag mal, Mittelschichtsjournalismus gibt, wo man denkt, das ist irgendwie die Norm und deswegen, ich schreibe dann nur noch über meine eigenen Probleme, weil das sind ja auch die Probleme von allen anderen. Das ist, glaube ich, schon das, was sich so, was man sehr viel sieht und dass da viel bei wegfällt. Das glaube ich auch, aber ich kann natürlich trotzdem, also auch wenn ich jetzt in Berlin wohne, war ich jetzt trotzdem die letzten Wochen, bin ich nach Gera gefahren und kann mir da angucken, warum es da mehr rechte Proteste gibt als linke. Also natürlich kann ich mit einem gewissen Anspruch oder mit einem gewissen Standpunkt auch überall hinfahren. Und das heißt nicht, dass ich, dass wir das nicht können, weil wir jetzt aus einem irgendwie, wie auch immer, kosmopolitischen Milieu kommen oder so, sondern ich glaube, die Frage ist eher, welchen Anspruch hat man an die Texte, die man schreibt oder an das, was man eben produziert und wo möchte man hingehen und wie ernst nimmt man die Akteure da drin? Weil was ich auch schlimm finde an der Art von Schreiben über die arbeitende Klasse ist eben dieses da drüber zu schreiben und dann zu sagen, ein Abbild zu geben, ein bisschen von, naja, so ein bisschen so gesprochen, ja, die Armen, die da unten sind, das sind die 12,8 Millionen, die in Armut leben, aber das ist halt nicht die arbeitende Klasse, die ist widersprüchlich, die hat natürlich auch Fehler und Makel und es geht nicht darum, die Arbeiterklasse zu idealisieren, aber es geht auch nicht darum, sie zu behandeln, wie irgendwie das sind kleine Kinder, die wir auch mal porträtieren müssen, damit mal deine Quote erfüllt wird, sondern das ist eine widersprüchliche Gruppe von Leuten mit unterschiedlichen Motiven und da muss man sich mit ernsthaft auseinandersetzen und dahin fahren und ich glaube, das kann man machen, egal wie akademisiert oder aus welchem Milieu man sonst stammt, wenn man den Anspruch hat, eine Wirklichkeit abzubilden und da nicht genau bei dir zu sagen, die Wirklichkeit ist dann halt wirklich viel, viel ja, widersprüchlicher und diverser, als man das normalerweise so liest. Aber ich würde halt eben nochmal sagen, der Blick von außen oder von oben herab ist auch so eine Sache, die mit der niemandem geholfen ist. Also tatsächlich dann einfach nur quotenmäßig die Armut abzubilden und dann zu sagen, das ist, wir haben es doch jetzt auch gemacht. Das ist, glaube ich, das, womit sich auch viele Medien dann zufrieden geben und sagen, also wir haben doch jetzt die eine Journalistin, die schreibt doch die Sozialreportage, also bitte. So. Nun agieren ja Medien nicht im luftleeren Raum, sondern sind ja irgendwie auch beeinflusst von Gesellschaft. Mir ist aufgefallen, Ungleichheit wird ja sowieso wenig thematisiert, zum Beispiel auch in der Wissenschaft. Also Sie zitieren zum Beispiel Michael Hartmann, den Elitenforscher, der aber auch schon in Rente ist, der sich seit, und es gibt keinen, der sich wirklich weiterhin damit beschäftigt. Also ist das nicht auch ein Versagen? Ja, das kann man überhaupt nicht sagen. Okay. Ich finde, Ungleichheit hat als Thema total Konjunktur. Also es gibt wahnsinnig viele, gerade Ökonomen, also gerade unter Wirtschaftswissenschaftlern hat sich sehr, sehr, sehr viel zum Glück geändert. Da sind wir wirklich nicht mehr in dem Zustand, in dem wir vielleicht vor 10, 15 Jahren noch waren, dass das so ein randiges Thema war, das auch keine volkswirtschaftlichen Karrieren verspricht. Da hat sich wirklich viel getan. Wo sich noch nicht so viel getan hat, leider, ist zum Beispiel, dass die Datenlage immer noch nicht doll ist. Also wenn wir über Vermögen sprechen, da fehlen uns immer noch total viele Daten. Da ist aber, kann die Wissenschaft nichts dafür. Also da gibt es einige, mit denen ich mich auch immer wieder treffe, die wirklich das mit detektivischem Ehrgeiz versuchen nachzuweisen. Da bräuchten wir eher sowas wie ein Vermögensregister, wie einen Vermögenskataster, um das endlich mal zu wissen, wie sich das Vermögen tatsächlich in Deutschland ballt. Also ich glaube, die Wissenschaft hat sich da sehr verändert. Und ich glaube, auch der Journalismus hat sich da verändert und auch nicht zum Schlechten. Die ersten Filme, die ich zu dem Thema gemacht habe, das war dann wirklich noch in diesem Sozialreportagen-Eckchen irgendwie. Das hat sich längst getan. Gerade in der überregionalen Presse, glaube ich, hat sich da ganz, ganz viel bewegt. Was immer noch ein Problem ist, ist, dass es halt so Mythen und Stereotypen gibt, die relativ recherchefrei übernommen werden. Wer ist in Deutschland reich? Welche Ungleichheiten gibt es wirklich? Die Vermögensungleichheit ist, die viel wesentlicher ist. Die Figur des Familienunternehmers. Wir hatten jetzt gerade in der letzten Woche zwei Fälle, wo wirklich ökonomisch richtig schlecht berichtet wurde. Einmal in den Tagesthemen gab es einen Kommentar, wo der Kommentator gesagt hat,
das Bürgergeld ist als Gutes verändert wurde, weil es hätte geheißen, dass die Menschen, die mit 900 Euro nach Hause gehen, über ihre Einkommenssteuer die Armen ernähren. Es war einfach ökonomisch falsch und da wundert man sich dann natürlich schon, dass es in so Redaktionen niemanden gibt, der sagt, hör mal, das ist wirklich verkehrt. Also das ist das, was ich gerade meinte, dass ich glaube, das ökonomische Wissen ist nicht so breit gestreut. Aber ich würde wirklich sagen, es tut sich viel, viel auch zum Guten. Trotzdem ist halt der Journalismus immer noch eine relativ mittel-oberschichtsgeprägte Elite und erzählt so halt auch die Welt. Hängt das wachsende Verständnis von Journalistinnen und Journalisten für diese Frage vielleicht auch damit zusammen, dass Journalismus inzwischen ja auch ein Beruf mit Armutsrisiko ist? Auch, ja, genau. Also um überhaupt auf eine Journalistenschule zu kommen oder diese 5 Praktika gemacht zu haben, muss man, glaube ich, schon entweder extrem sehr an diesen Job glauben oder man muss sehr viel Glück haben und Stipendien bekommen oder ähnliches. Sonst kann man es, glaube ich, sowieso grundsätzlich nicht schaffen. Ganz systematisch kann man es uns nicht schaffen. Oder man lebt halt als freie Autorin, kann man das dann, glaube ich, so sagen, hat man es dann wirklich schwer. Und ich kann das auch genauso für andere kleine linke Medien und Verlage sagen. Also das muss man ja auch sagen, ist ja auch eine strukturell angelegt, dass immer größere Medienhäuser, Verlagshäuser auch kleinere Medien aufkaufen oder wie jetzt Sozialistische Verlagsauslieferung ist Konkurs gegangen und dann, wir können einfach unsere Sachen nicht ausliefern. Also es gibt einfach sozusagen weniger linke Medien oder andere Medien, die haben es wirklich schwer zu bestehen, auch auf diesem Markt, der natürlich auch sehr viel mehr, weil er natürlich auch davon abhängig ist, Profite zu machen. Sehr viel stärker muss man schneller arbeiten, sozusagen, dass dann die Qualität darunter leidet, ist, glaube ich, auch ein klar und mittlerweile wissen das alle, dass der Journalismus darunter leidet, unter diesen Bedingungen zu arbeiten und dass eben auch viele Medien dadurch also wirklich systematisch weggedrängt werden. Das ist, glaube ich, auch ein Teil dieser Beschreibung, dass immer weniger man sich die Zeit dafür nehmen kann, tatsächlich für die Art von Reportage oder für die langfristige Begleitung oder tiefe Einarbeitung, die es bräuchte in genau diese komplexen ökonomischen Zusammenhänge. Also das fängt in der Uni an, das wird nicht richtig ausgebildet und das führt sich dann natürlich weiter fort in der Journalismusausbildung und auch in der Praxis an. So dass zum Beispiel bei uns in der Redaktion sind eigentlich viele, die gar nicht auf einer Journalistenschule waren. Also das sind eigentlich alles so verkappte Soziologinnen oder Sozialwissenschaftler, die dann sozusagen so das Handwerk sich so selber anlernen müssen, weil es gar nicht die Möglichkeiten gibt, wenn man jetzt nicht gerade besonders viel Glück hatte, dann auf diese Journalistenschulen zu kommen. Können Sie von Ihrem Projekt noch mal erzählen, über die ökonomischen Hintergründe oder Vordergründe? Ja, also das ist jetzt eine schlechte Frage. Nein, es ist ja, darum habe ich ja, also über die materiellen Bedingungen habe ich ja schon gesprochen. Also wenn wir über Krisen sprechen, dann natürlich sind die Druckkosten haben sich verdoppelt und Personalkosten und Mieten und so weiter. Also ich glaube, dass gerade kleinere Medien wie wir sehr darunter leiden. Wir sind jetzt uns gibt es erst seit 2,5 Jahren. Wir haben genau mit der Corona-Krise angefangen. Also sozusagen erst, uns gibt es im Lockdown nur mehr oder weniger. Wir haben uns dann gar nicht gesehen und sind nur sehr wenige, die sehr viel Arbeit schultern mit einem hohen Anspruch. Und ich glaube, jetzt unabhängig von uns konkret als Medium, die entstanden sind, ist es sehr, sehr schwer, ein neues Medium zu gründen oder einen neuen Verlag zu gründen. Und als wir den gegründet haben, hat die Notarin in Berlin uns so ein bisschen ausgelacht und gesagt, ach, einen sozialistischen Verlag, das hatte ich ja seit 30 Jahren nicht mehr. Also das ist schon eher so, das macht man halt nicht mehr. Warum sollte man das jetzt machen? Warum sollte man zur Medienvielfalt beitragen? Das halten alle tendenziell für bekloppt. Nun, aber hilft ja vielleicht auch Social Media durchaus. Es gibt ja zum Beispiel den Hashtag Ich bin armutsbetroffen etc. Also Stichwort Gegenbewegung, was Julia Friedrichs vorhin schon gesagt hat. Merken Sie das auch ein bisschen, dass es da auch unter jüngeren Leuten, die sich auch wieder mehr mit diesen Themen auch Ungleichheit auseinandersetzen, dass es da was, ja, einen frischen Wind gibt? Ja, es gibt definitiv, das kann ich auch bestätigen, großes Interesse und eine große Bereitschaft auch, sich zu öffnen. Also das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen verstärkt, zum Beispiel in der Klimabewegung erlebt, dass es wirklich eine große Offenheit dafür gibt, was mich auch überrascht hat, für Sozialproteste oder für auch soziale Fragen. Also man merkt sehr, sehr stark, es wollen auch alle wieder darüber sprechen und sagen, ach, ihr unterstützt Arbeitskämpfe, weiß nicht genau, was Gewerkschaften sind, aber wir solidarisieren uns jetzt auch mal mit. Also es ist irgendwie auch ganz, ganz, ganz schön, das zu sehen. Gleichzeitig merke ich eben auch, dass auf so einer analytischen Ebene wir wirklich viel nachzuholen haben, weil eben tatsächlich
Klasse gleichgesetzt wird mit Armut, was eben wirklich nicht so stimmt. Und dieses, ich bin armutsbetroffen, auch wenn ich kenne die Bewegung sehr gut und die Menschen, die da drin aktiv sind, es ist toll, wie sehr man eine Form von Selbstwirksamkeit spürt und eben auch in die Öffentlichkeit kommt und auch die eigene Scham überwindet. Trotzdem würde ich eben sagen, es sind noch viele Schritte dahin zu politischer Organisierung, viele Schritte hin, auch dieses Stigma tatsächlich zu verlassen. Und das, so ein Hashtag kann halt nur der Anfang sein. Und wenn man sagt, ich bin armutsbetroffen und man macht sich selber zum Objekt von Verhältnissen, da würde ich halt sagen, es braucht noch sehr, sehr viele Schritte, sich selbst zum Subjekt der Geschichte zu machen. Und wir sind nicht nur zu sagen, wir benutzen ein Hashtag, weil wir betroffen sind von etwas, sondern wir sehen uns selbst auch diejenigen, die daran etwas ändern können. Und das ist ja der Anspruch, oder das ist die Geschichte der Arbeiterbewegung, in der jetzt Otto Brenner steht, in der ich mich auch sehen würde, dass ich sagen würde, diese Bewegung ist toll, aber sie führt noch nicht zu einer langfristigen Organisierung und zu einer tatsächlichen gesellschaftlichen Veränderung. Und da sind wir halt noch sehr weit davon entfernt. Das heißt ja, Menschen, die nicht gehört werden, wenden sich tendenziell zurzeit eher nach rechts. Also für Frankreich ist das zumindest relativ gut erforscht, dass sich die arbeitende Klasse da eher nach rechts entwickelt hat. Sehen Sie da auch eine Gefahr für Deutschland? Und hat das auch was mit diesem Abbild, wie gesagt, in den Medien zu tun? Oder ist das, haben wir auch andere Verhältnisse natürlich als in Frankreich, wo die Elitenbildung ja eine viel abgeschottetere ist? Ja. Also wir haben jetzt in der kommenden Ausgabe, die sich um gewerkschaftliche Kämpfe dreht und um wie man sich um materielle Interessen organisiert, gibt es ein Abbild oder eine Grafik, die zeigt, dass die deutsche oder die Arbeiterschaft, man sagt ja immer, dass sie tendiert so weit nach rechts und immer mehr so nach rechts tendiert. Man kann sagen, dass sie nicht mehr rechter, dass sie nicht rechter geworden ist in den letzten Jahrzehnten, aber sie ist auch nicht linker geworden. Also es hat sich eigentlich ziemlich stabil geblieben. Und es ist jetzt erstmal nichts besonders Schlimmes, aber ist jetzt auch nicht besonders gut, weil man sagen kann, es gibt einen stabilen Kern von 20-30%, die trotzdem der Rechten zuneigen, jetzt rein von den Zahlen. Was ich auf so einer qualitativen Ebene eher auch beobachten kann und was man aber auch sagen kann, ist, dass sich viel mehr Menschen nicht repräsentiert fühlen. Also es gibt ein großes Unrechtsgefühl unter der arbeitenden Bevölkerung und diese wird halt nicht sozusagen parteipolitisch, aber auch sonst politisch gar nicht artikuliert. Also es gibt einfach große Frustration darüber, gar nicht repräsentiert zu sein, obwohl man gleichzeitig auch ein starkes Gefühl von Ungleichheit hat. Also die meisten Menschen wissen, dass wir in einem ungleichen System leben, aber sie haben nicht das Gefühl, dass daran irgendwas verändert werden kann. Und das wird einfach politisch nicht abgeholt. Das ist nicht per se rechts, also es ist erstmal politisch offen, was aus dieser Frustration wird. Aber es ist natürlich ein demokratisches Problem, wenn immer mehr Menschen das Gefühl haben, keine der Parteien, die es gibt, oder keine der Möglichkeiten, sich irgendwie zu beteiligen, spricht für mich oder spricht mich an. Ich habe damit nichts zu tun mit diesem politischen System. Und das ist, glaube ich, erstmal eine große Gefahr, weil das die Tendenzen nach rechts total öffnet, auch wenn sich das noch gar nicht so bestätigen lässt. Bezieht sich aber ja dann eher dann eben auf Politik, vielleicht auch auf die Gewerkschaften möglicherweise. Sehen Sie das auch so, Frau Friedrichs? Und würden sich da Journalistinnen und Journalisten dann auch, sind ja nicht auch überfordert? Die Medien sind ja nicht immer an allem schuld und können nicht immer alles lösen. Also bräuchte man eben Politik, Medien sind ja oft kommunizierende Röhren. Medien greifen erst das auf, was dann die Politik möglicherweise auf die Agenda nimmt oder vielleicht auch die Gewerkschaften die Agenda nehmen. Würden Sie sich da mehr vorstellen, dass da etwas mehr getan werden müsste, auch von politischer oder gewerkschaftlicher Seite? Okay, jetzt eine sehr weite Frage. Ich will jetzt eigentlich nicht sagen, was Politiker und Gewerkschaften tun sollen. Ich bin ja hier als Journalistin und mir reicht schon zu sagen, was Journalisten tun sollten. Ich glaube, wenn Journalisten die Aufgabe des Reportierens ernster nehmen würden, also die erstmal das Land versuchen zu beschreiben, wie es ist, wäre schon viel geholfen. Und tatsächlich wundere ich mich oft jetzt zum Beispiel auch bei dem Working-Class-Buch, wenn ich dann mit Politikern spreche. Ich habe da drei Menschen über ein Jahr begleitet, unter anderem Said, der die U-Bahnhöfe in Berlin reinigt. Und Politiker in Gesprächen dann so tun,
als wäre das eine Realität, die sie jetzt irgendwie schockiert und augenöffnend ist. Das ist für mich als Reporterin natürlich schön, weil das ja irgendwie ein Lob ist, wenn die sagen, oh, ich habe das gelesen und das ist ja Wahnsinn und das müssen wir ändern. Und ich finde aber, es zeigt eben zweierlei, dass es zum einen tatsächlich viel zu wenig beschrieben wird, und zwar gerade auch arbeitende Menschen, nicht nur als Betroffene, die einfach einmal so einen Vertrag in die Kamera halten und sagen, oh Gott, ich habe einen schlechten Vertrag. Und dann, genau wie du sagst, ist es so, werden die Menschen als Opfer beschrieben, also gerade den Zeit. Das ist, wie wir alle, ein Mensch mit Seiten, die man angenehm findet und Seiten, die man unangenehm findet. Bei ihm ist zum Beispiel eine unangenehme Seite, dass er sehr massiv nach unten tritt und seine großen Feinde, die osteuropäischen Penner, wie er immer sagt, sind, die ihm in die U-Bahn pinkeln. Das alles kriegt man natürlich nur mit, wenn man viel Zeit mit den Menschen verbringt und sie genauso akkurat porträtiert und begleitet, wie ich jetzt auch Vermögende porträtiere und begleite. Und auch bei Widersprüchen nachfragt und wenn sie was behaupten, das abgleicht mit den Fakten. Das ist aber einfache Reportertätigkeit. Und ich glaube, wenn dieser ganze Bereich der ökonomischen Ungleichheit von mehr Menschen mit gutem Reporterhandwerk erstmal abgebildet würde, wäre schon sehr, sehr viel geholfen, weil dann wären wir bestimmt über vieles nicht so überrascht und würden immer denken, ach, das ist ja ein Ding. Und was dann die Politik daraus macht, also ich bin ja Reporterin und ich bin keine Aktivistin, die sollen dann mit den akkuraten Schilderungen im demokratischen Prozess machen, was sie wollen. Also das ist dann deren Sache und dann muss man sie kritisieren, wenn man sieht, die Politik geht über bestimmte Dinge hinweg und so weiter. Aber ich finde erstmal, wenn wir als Journalisten diese Aufgabe ernster nehmen würden, zu reportieren, wie dieses Land sich darstellt im Hier und Jetzt, wäre schon mal viel geholfen. Hängt natürlich auch an den redaktionellen Umständen, die wir alle kennen. Zu wenig Zeit, zu wenig Geld für Recherche. Genau, da wollte ich gerade unbedingt noch was sagen, was mir total wichtig ist. Ich finde es wirklich Gute an dieser ganzen Schlesinger-Misere, ist, dass wir endlich auch mal über Ungleichheit im Journalismus sprechen. Das war schon bei uns immer so ein Treppenwitz, wenn wir die Filme über Ausbeutung in der Arbeitswelt gemacht haben, dass mir die Kamera- und Fernseh- und Tonkollegen oft gesagt haben, warum sparen wir uns nicht die Reisekosten und machen es einfach direkt hier, in den Sendern, in den Verlagen, in den Anstalten. Das heißt, und ich glaube auch das ist auf die sozioökonomische Herkunft zum Teil zurückzuführen, wir sind ja wirklich mit einer Großzügigkeit über Ungleichheiten in den Redaktionen, im Journalismus in den letzten Jahren hinweggegangen, die, finde ich, wirklich erschütternd ist. Also wir laufen da draußen rum und sagen nur Ungleichheit, Ungleichheit und nehmen dann hin, dass Menschen außertariflich bezahlt werden, während gleichzeitig bei denen, die das Programm machen und prägen, also was jetzt zum Beispiel mein Job als freie Autorin ist, einfach über Jahre immer gespart wurde und gesagt wurde, sorry, es gibt weniger Drehtage, ja schade, leider müsst ihr 14 Stunden heute drehen, blöd, es tut uns auch total leid. Und das finde ich schon im Nachhinein auch jetzt für mich selber erstaunlich, wie das Menschen hingenommen haben, also wie wir Journalisten das einfach akzeptiert haben und nicht gefragt haben, warum verdient denn eigentlich bei uns wer was und aus welchen Gründen vielleicht passiert das ja jetzt ein bisschen. Also auch im Grunde so eine Art mangelndes Klassenbewusstsein, könnte man fast sagen, oder? Und so eine Art Selbst. Weil die Schlesinger-Affäre Klassenbewusstsein, so muss man gar nicht sagen, erstmal ein ganz normales irgendwie Bewusstsein für die Frage, dass es wichtig ist, wer was bekommt und wie er das dann rechtfertigt oder wie sie das dann rechtfertigt. Wobei der Affäre Schlesinger jetzt möglicherweise ja auch auf Kosten der RBB-Redaktion gerade gelöst wird, die das möglicherweise alles ausbaden sollen, weil an die außertariflichen Verträge wohl niemand herankommt. Ich will nochmal auf die, wie kann man es vielleicht auch besser machen, also auf jeden Fall besser hinhören, also quasi die Eigenverantwortung wird dann wieder angesprochen, aber bräuchte man nicht auch Diversity-mäßig möglicherweise auch Quoten für in den Redaktionen, wenn man schon quasi guckt, dass man Geschlechtergerechtigkeit hat, dass man Migranten mit rein, also Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund mit reinnimmt? Oder ist das schon wieder einfach zu verkopft und man überreguliert sich selbst? Ich bin gar nicht gegen Quoten. Also ich finde auch Frauenquoten sinnvoll und natürlich kann man auch alles Mögliche quotieren, damit man am Ende irgendwie eine sinnvolle Form von Mischung hat. Ich würde aber trotzdem
nochmal sagen, und deswegen geht es mir wirklich darum, dass es auch einfach eine Medienvielfalt gibt mit anderen Medien, die verschiedene Standpunkte einnehmen. Das ist, glaube ich, wichtiger als, ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber es ist mir wichtiger, als ein Arbeiterkind in der Zeitredaktion zu haben. So. Sondern nämlich, dass es wirklich einen Anspruch gibt an Redaktionen, die sagen, okay, wir machen unser Medium so, dass wir den Standpunkt einnehmen für diejenigen, wir zeigen das, was sonst nicht gezeigt wird, oder wir nehmen den Standpunkt ein und vertreten da auch ein anderes Interesse. Also unser Interesse ist eben nicht, weil es gibt ja ganz eindeutig von der Springerpresse oder von anderen Unternehmen das Interesse zu spalten oder zu hetzen. Und natürlich, wenn wir das Gegenteil wollen und eine Demokratisierung der Wirtschaft und der Demokratisierung aller Lebensbereiche und auch der Öffentlichkeiten anstreben, muss es das auch geben. Das ist, kann es aber nicht geben, wenn wir so eine Art von Oligarchisierung ja eigentlich schon fast haben. Also wenn Elon Musk Twitter kauft, es ist halt keine freie Meinungsäußerung als solche, sondern wir haben Millionäre, die einfach tatsächlich so Plattformen kaufen und so weiter. Also wenn ich das zu Ende denke, würde ich halt sagen, es braucht eigentlich eine größere Diversität und Möglichkeiten, und der Öffentlich-Rechtliche ist ja genau das eigentlich schon institutionalisiert, dass man tatsächlich diesem demokratischen Anspruch eigentlich gerecht werden kann. Und bei aller Kritik an der Besetzung und so weiter, ist es ja trotzdem aus meiner Sicht zu verteidigen, also ein verteidigenswertes trotzdem Kanäle und überhaupt Medien, um die uns andere Länder ja auch beneiden. Also ich würde sagen, da darum zu kämpfen, ist total wichtig, die Möglichkeiten zu haben, tatsächlich diese Form von abwägender, demokratischer Form von Öffentlichkeit zu gestalten. Und das sehe ich eher so ganz grundsätzlich in Gefahr und weniger, ob wir das durch Quoten lösen können, obwohl ich jetzt, wie gesagt, auch gar nicht so sehr dagegen wäre. Aber das scheint mir nicht das Kernproblem zu sein, und es scheint mir auch nicht das Problem zu sein, Klasse oder als Klassismus zu begreifen, als eine weitere Unterdrückungsform neben ganz vielen anderen, weil ich ja schon vorhin versucht habe, so zu erzählen, dass es mir um ein strukturelles Argument gibt, zu sagen, okay, die Arbeiterklasse ist sehr, sehr groß und sehr divers, und wir werden dem halt nicht gerecht, wenn wir sagen, wir machen eine Person, die auch dann dafür zuständig ist, dieses Riesenfeld zu beackern. Das ist eigentlich unmöglich. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber mir ist es schon sehr wichtig, dass Arbeiterkinder in der Politikredaktion der Zeit sitzen und vor allem auch zum Beispiel bei den Rechercheuren. Ich will das nochmal betonen, dass man das echt nicht kleinreden darf, wenn wir uns mal die Investigation angucken, also den investigativen Journalismus, wo die größten Missstände aufgedeckt werden, glaube ich, dass man dem angemerkt hat, dass der im Wesentlichen von Männern gemacht wurde, die sich über wirtschaftliche Fragen keine Sorgen machen mussten. Das heißt, die Krönung der Investigation war ganz lange ein Geheimdienstdokument oder da eine Akte oder das. Wir haben gesehen, unter anderem auch bei Springer, die ein relativ divers besetztes Investigativteam unter der Annette Duvideit haben, dass wir plötzlich Berichte sahen über Ausbeutung in Nagelstudios, über investigative Berichte aus der Arbeitswelt und so weiter. Es ist unheimlich wichtig, dass wir dieses Wissen haben als Gesellschaft, um auf Missstände reagieren zu können. Und ich glaube, dass es dafür total entscheidend ist, wer eben die Geschichte dieses Landes erzählt und das eins dann aus dem anderen folgt. Wir können ja Missstände nur beheben, wenn wir die kennen. Und wenn aber Leute im Investigativen arbeiten, die einfach Dinge gar nicht als schlimm wahrnehmen, weil es überhaupt gar nicht in ihrem Wahrnehmungsfeld ist und weil auch in ihren Teams niemand sitzt, der sagt, krass, mein Onkel, der arbeitet im Nagelstudio und der erlebt da Folgendes. Lasst uns doch mal da reingucken, dann ist das, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich ein großes Problem für den Journalismus. Also mehr mit Leuten reden, und das wollen wir hier auf dem Panel vielleicht auch noch tun. Wir haben noch 10 Minuten und ich würde gerne das Podium öffnen, weil ich glaube, wir haben... Ganz kurz. Oh ja, weil tatsächlich, aber jede Frau kann auch den schlimmsten sexistischen Kommentar schreiben, und jeder Migrant kann in der AfD sein und wirklich rassistischen Scheiß von sich geben. Und genauso kann jedes Arbeiterkind zum Arschloch werden und kann sich im Laufe der Zeit, nach 30 Jahren, kann dann die Armen gegen die Ärmsten ausspülen. Und ich will nur sagen, dass eine Quote nicht davor schützt, dass man einen bestimmten Standpunkt für eine bestimmte Form von menschlicher Berichterstattung einnimmt und dass man halt nicht sagen kann, jetzt haben wir das divers besetzt und deswegen werden die Geschichten automatisch anders. Natürlich ändert sich der Blick, da bin ich total bei dir, aber ich glaube, man kann keinen Automatismus erwarten,
dass sich zum Beispiel Springer verbessert dadurch, dass das Investigativteam auch durchmischt besetzt ist. Das ändert, glaube ich, nichts an der Grundstruktur dessen, wie darüber berichtet wird. Und das ist mir wichtig, nochmal zu sagen, dass es keine Identität ist, die man einfach annimmt und dadurch grundsätzlich anders berichtet. Aber es ist ja schön, wenn man über Springer durchaus auch mal was Positives sagen kann. Und wenn es das ist, wie gesagt, also Fragen an die Referentinnen oder Anmerkungen, wenn es nicht ein komplettes und Gegenreferat ist. Ich kenne ja Julia auch ziemlich lange. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auch von deinen eigenen Untersuchungen mal erzählen, wie eigentlich rekrutiert wird, wer kommt in den Journalismus. Also ich komme aus einer Zeit, da war schon so ein Ding, dass die Frauen eben reinkamen in den Journalismus, vor allen Dingen in diese männlichen Ressorts wie Ausland, wie Wirtschaft und eben aktuelle Politik. Und es war sehr nützlich, dass es den Quotenhammer gab. Den gab es zwar jetzt nicht in meinem Sender unbedingt, aber informell gab es den moralischen Druck. Ja. Also kamen viele Frauen rein und einige machten dann auch eine schöne berufliche Karriere. Ich wüsste gerne, wie es heute ist. Ich habe noch das sehr lange erlebt, eigentlich bis zum Schluss erlebt, dass ein Hochschulstudium Voraussetzung war für ein Volontariat, was lächerlich ist. Ja. Besonders lächerlich, weil berühmte Intendanten wie zum Beispiel Nowotny und Plaatke noch nicht am Abitur hatten, Klammer auf, Klammer zu. Aber auf jeden Fall dieses Pushen, dass man ein Hochschulstudium hat oder von einer Journalistenschule kommt, wie ist das weitergegangen? Das wäre jetzt meine Frage an dich. Und ich war und bin absolut für Quereinsteiger. Und Sie sollten nur nicht immer so einen Exotenstatus dann gleichzeitig beim Einsteigen haben. Also vielleicht weißt du ein bisschen mehr. Ja, also tatsächlich Hochschulstudium als Zugangsberechtigung im Journalismus hat sich fast flächendeckend durchgesetzt, ändert sich jetzt gerade minimal. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind an so einer Weggabelung. Der SWR hat meines Wissens das jetzt abgeschafft, dass das Bedingung ist. Ich habe auch für den Text bei der SZ mal recherchiert, wo erst vor 10 Jahren in so einer Handreichung, wer kann sich bewerben, es hieß, Hochschulstudium ist ein Muss, am liebsten auch ein Master oder Diplom oder Höheres. Und dann 10 Jahre später derselbe Mensch in einem Interview gesagt hat, komisch, bei uns bewerben sich nur Hochschulabsolventen für das Volontariat. Also ich hoffe, dass es in den Redaktionen ein Umdenken gibt, aber im Moment ist es nicht zu sehen. Und wie gesagt, am sozial selektivsten sind die Journalistenschulen. Da gibt es eine Untersuchung von 2012, die schon halt relativ alt ist, aber auch zum Beispiel an der Deutschen Journalistenschule eine relativ aktuelle, der sich einen Jahrgang angeschaut hat und der eben gesagt hat, es sei sozial selektiver als Doktoranden, was ja als die höchste soziale Auslese quasi gilt. Also ein extremer Bias zu Kindern aus wohlhabenden bis sehr wohlhabenden und doppelt akademisierten, also beide Eltern studiert, promoviert, Familien. Das war zumindest das, was der da für diesen Jahrgang eben analysiert hat. Leider gibt es da zu wenig Zahlen. Also es wäre, glaube ich, gut, das mal flächendeckend sich anzuschauen. Und ich glaube zum Beispiel ich habe in Dortmund Journalistik studiert und darüber eben dann auch das Volontariat bekommen. Mich würden auch da die Zahlen mal sehr interessieren, ob ein Studium, was mit einem extrem harten Numerus Clausus zu Werke geht, vielleicht dann für Aufsteiger attraktiver ist als diese Journalistenschulen mit ihren Auswahlverfahren, wo es ja so ein Treppenwitz war, dass lange gefragt wurde, welche ausländischen Zeitungen werden denn bei Ihnen zu Hause gelesen? Also ähnlich wie bei der Studienstiftung. Das weiß man ja in so Auswahlen. Die Menschen in den Jurys fragen einfach das, was sie interessiert. Und ich weiß auch noch, dass ich bei der Studienstiftung gefragt wurde, welche Oper ich denn besonders reizvoll fände in dem Auswahlgespräch. Und natürlich sind solche Gespräche nicht dazu geeignet, eine diverse Nachkommenschaft zu rekrutieren. Und ich glaube, diese Prozesse sollte man sich dringend anschauen, weil also es wird ja besser und gerade jetzt, also wenn wir uns verkaufen wollen als Medien, bringt es ja auch nichts, wenn wir an der Hälfte unseres Publikums vorbei erzählen. Also bei den Frauen, glaube ich, hat man das inzwischen verstanden, dass man sagt, die kaufen halt auch Zeitungen, Überraschungen,
dann sollten vielleicht auch Themen vorkommen, die aus ihrer Lebenswelt entspringen, ohne jetzt zu sagen, es gibt eine per se männliche, weibliche. Ich glaube, bei sozioökonomischen Herkünften sind wir da noch nicht so weit, weil man hat ja auch einfach andere Zugänge als Reporter, wenn man eine bestimmte Herkunft hat. Und es würde uns ja total helfen, blinde Flecken irgendwie, ja, wir müssten dann hier nicht spekulieren, wie geht es denn den Arbeitern in Ostdeutschland, wenn mehr aus eigener Anschauung erzählen könnten. Und es hilft vielleicht auch, dass es so Nachwuchsprobleme gibt. Ne? Man kommt wahrscheinlich genau. Gar nicht drum herum, dass... Genau, also die Bewerberzahlen sind ja total in den Keller gegangen. Ich meine, weil auch die ökonomischen Aussichten einfach mies sind. Ich glaube, der Journalismus wird bald so weit sein, dass er sich freut um jeden fähigen Menschen, der sich bewirbt. Dann kann das Problem sich lösen. Genau, da hinten ist es. Ja, ich möchte das Bild noch ein bisschen erweitern, abgesehen von der sozioökonomischen Lage. Mir kommen noch ein paar so Bilder, die jetzt heute noch gar nicht erwähnt wurden. Die gesellschaftlichen Realitäten, diesen Spannungsbogen Stadt-Land. Und zwar nicht nur die ostdeutsche Stadt, wo Rechte aufmarschieren, sondern überhaupt die unterschiedlichen Lebenswelten Stadt-Land. Oder wie oft lese ich etwas, ich bin das eine Vielleserin, über Menschen, die über 60 sind. Also auch das Altersthema ist ein großes Thema für mich, wo ich sage, sie repräsentieren in der Regel den Großteil der Wähler. Wie viel wird überhaupt noch über ältere Menschen geschrieben, über deren Lebenswelten? Und noch die letzte Frage, die üblichen Zeitungen, Süddeutsche, FAZ und ähnliches, wer liest das eigentlich noch? Wer liest überhaupt noch lokal, also auch noch Regionalzeitungen? Da sehen wir auch eine immer größere Zusammenballung von großen Medienhäusern. Und ich denke, wir müssen da an vielen Punkten anpacken. Und das Thema sozioökonomische Lage ist nur eines. Um zu sagen, die gesellschaftlichen Realitäten abzubilden. Und noch ein allerletztes, ich bin Soziologin. Ich kann natürlich schon zu einem Journalisten sagen, ja, du interview doch mal ältere Menschen auf dem Land, ich sage jetzt mal in der Oberpfalz, er wird dann da hinfahren, meinetwegen auch hochmotiviert, und trotzdem wird er möglicherweise nicht das Interview bekommen, weil er einfach nicht den Habitus hat. Also vielleicht könnte man da auch noch mal drüber nachdenken, hier sozusagen noch mal ein weiteres Scharnier einzufügen, zu sagen, diese Übersetzungsleistung, weil die Menschen erzählen, wenn man ihnen zuhört. Und wenn man ihnen eben auch begegnet, wie man eben, jeder hat einen bestimmten Habitus, und zu sagen, ich kann nicht ein Akademikerkind dahin schicken, möglicherweise wird es ein Riesenproblem haben, weil es gar kein gutes Interview werden kann. Also das glaube ich wirklich nicht. Es ist journalistisches Handwerk. Wer das nicht kann, der hat in dem Beruf nichts verloren. Ich glaube, es ist eher das Problem, kommt die Redaktion auf die Idee, dass es sinnvoll ist, jemanden in die Oberpfalz zu schicken, weil da gerade Folgendes passiert. Und auch was die älteren Menschen angeht, können wir uns, glaube ich, entspannen. Ich habe da jetzt keine Empirie, aber es wird extrem viel über ältere Menschen berichtet, weil jeder, also zum Beispiel von der Zeit kann ich sagen, dass der Zeit sehr bewusst ist, wer sie kauft, und dass ältere Menschen da sehr im Mittelpunkt stehen. Also allein in den letzten 3 Jahren gab es, das weiß ich, weil ich eins davon geschrieben habe, 2 Dossiers über Sex im Alter. Also in allen Facetten werden ältere Menschen abgebildet und erzählt. Ich glaube, da ältere Menschen in diesem Land so potent sind, um in der Metapher zu bleiben, muss man sich um die keine Sorgen machen. Ansonsten aber klar, dass man sich fragt, wie gehe ich als Journalist, wie trete ich da auf, wie frage ich, das ist natürlich wichtig, aber man sollte immer in einfachen, verständlichen Sätzen fragen, egal ob man jetzt einen Professor interviewt oder jemanden in der Oberpfalz. Ich glaube wirklich, da können Sie uns, also hoffe ich zumindest, da können Sie uns vertrauen, dass wir das hinkriegen. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich habe 2 Punkte. Ich bin Mitautorin der NSU-Studie, die von der Otto-Brenner-Stiftung finanziert gefördert wurde. In der Studie haben wir quasi geschaut, wie die Berichterstattung über die NSU-Morde vor der Selbstenttarnung 2011 medial repräsentiert wurde. Und da hat sich ganz eindrücklich gezeigt, was Sie eigentlich auch hier anhand des Themas Arbeit verdeutlichen, nämlich, dass ganz viele Perspektiven, die wichtig gewesen wären, die Puzzleteile gewesen wären, vielleicht für das Aufdecken dieses Netzwerkes, hat im Prinzip
darin gescheitert, dass in den Redaktionen niemand da war, der oder die mit den Personen, mit den Betroffenen, die ja im migrantischen Milieu türkischstämmig überwiegend waren, dass es da niemanden gab, der die Sprache verstanden hat, also sinnbildlich, nicht in der Lage war, Türkisch zu sprechen oder Griechisch, keine Ahnung, aber gleichzeitig aber auch nicht diese Lebenswelt einfach hatte, diese Gespräche auch so darzulegen und zu filtern. Das hat ja tatsächlich, in der Studie war ich zuständig für die Medientexte, die türkischsprachig waren, die haben wir korpuslinguistisch erschlossen. Und da hat sich gezeigt, dass für den türkischen Diskurs genau das Gleiche der Fall war. Ne? Auch die türkischen Journalisten, die hier in Frankfurt verortet waren und Redaktion haben, gar nicht die Perspektive der Deutsch-Türken eingenommen, sondern eher auch Berichterstattung übernommen. Also total wichtig, dass wir in den Redaktionen Personen brauchen, die die Vielfalt dieser Gesellschaft repräsentieren, erstens. Und ich bin der Meinung, jetzt bin ich Wissenschaftlerin, mittlerweile habilitiert und forsche quasi über Mediensprache auf der anderen Seite. Ich kann nur sagen, als ich freie Mitarbeiterin war für eine Lokalredaktion und mich vorstellen musste für eine große Medienanstalt, bereits da, also bei den Hospitationen, bei dem Weg quasi in den Journalismus, ist diese Brille der sozialen Lebensläufe wahrscheinlich immer noch nicht angekommen. Eine Frage, die mir gestellt wurde, warum denn Türkeistämmige kein Deutsch sprechen würden? Also um mich dann auszufiltern. Ja? Also ich glaube, wir brauchen viel, viel stärkere Mechanismen im Medienbetrieb, die halt eben Transparenz für Transparenz sorgen. Und da muss man halt gucken, was sind die Herkünfte, geschlechtsspezifische Merkmale mit Blick auf den Lebenslauf. Also ich kann da auf jeden Fall zustimmen. Ich wünsche mir, dass diese Perspektiven auf jeden Fall präsenter werden. Aber dass wir die Frage vielleicht ans Plenum, gibt es da auch gewerkschaftliche Organisationen quasi, die das ermöglichen würde, diese neuen Ideen mit Blick auf Vielfalt überhaupt zu implementieren? Das ist ja der nächste Schritt, an den man dann denken muss. Also ich glaube ehrlich gesagt, nein. Kurze Antwort. Wir müssen auch gleich den Saal räumen, wurde mir gerade eben schon gesagt. Ich würde sagen, ganz kurz denken. Also es gibt vom Netzwerk Recherche und den neuen deutschen Medienmachern glücklicherweise seit 2 Jahren das Vielfaltstipendium, was gerade junge Leute, die in den Investigativjournalismus wollen, fördert. Und da ist auch sehr drum gekämpft worden, dass eben sowohl migrantische Menschen fördert, als auch Menschen aus Armen und Arbeiterfamilien, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Aber auch die müssen natürlich dann auch erstmal wieder erreicht werden. Das ist ja immer sehr schwierig wahrscheinlich. Eine Sache. Ich würde nur gerne kurz noch einen Impuls noch dazu geben. Wir haben jetzt so viel über Journalistenschulen, Volontariat als Zugang gegeben. Ich glaube, dass der Journalismus, um Vielfalt künftig herzustellen, viel, viel früher ansetzen muss. Und dafür gibt es jetzt seit 2, 3 Jahren ja auch eine, wie ich finde, sehr gute grundlegende Bewegung, nämlich die Bewegung Journalismus in die Schulen. Das heißt, auch schon in den frühen Klassen, in den Mittelstufen anzusetzen, denn machen wir uns doch nichts vor. Die Attraktivität für den journalistischen Beruf hängt nicht nur an Tarifzahlungen, sondern es hängt daran, dass junge Leute überhaupt noch Journalist oder Journalistin werden wollen. Und je mehr sie sich von den klassischen Medien, die ihnen die Aufgabe, die demokratisch verankerte Aufgabe von Journalismus überbringen müssen und sollen, aber je mehr sie sich davon entfernen, desto weniger Chancen haben sie eigentlich, diesen Berufsstand kennenzulernen und attraktiv zu finden. Also das heißt, es muss viel früher ansetzen und ich finde auch nicht nur an Schulen aufhören, sondern auch in die Betriebe gehen. Wir müssen viel mehr die Lehrlinge erreichen, viel mehr in die handwerklichen Berufe rübergehen, denn das ist ein Punkt, der wirklich sehr schmerzlich in der Vielfalt, wie ich finde, zu vermissen ist im Journalismus. Journalismus braucht ja auch sein Publikum, wenn uns keiner mehr liest oder zuhört, haben wir sowieso Pech gehabt. Ines Schwell, wollen Sie noch einen Satz sagen? Nur ganz zum Schluss zu der gewerkschaftlichen Organisation. Also natürlich, es gibt die Hans-Böckler-Stiftung, die ja die meisten Arbeiterkinder, soweit ich weiß, fördert. Also natürlich kann man auch bewusst, gewerkschaftliche Förderung bedeutet eigentlich auch immer diejenigen, die aus dem Betrieb kommen, die dann auch studieren können, ganz grundsätzlich. Also ich glaube, das ist schon... ist schon auf dem Schirm. Und jenseits von Habitus will ich aber noch mal sagen, wenn man aufrichtiges Interesse an Geschichten, an Menschen hat, dann kann man das, glaube ich, wirklich über ganz viele Grenzen hinweg, also auch nicht nur, was das Handwerk angeht, sondern wenn ich aufrichtiges Interesse an
Konflikten und Problemen von Menschen habe, dann glaube ich, kann man sozusagen über Altersgrenzen und über andere Grenzen hinweg, kann man eine gute Reportage oder ein gutes Porträt oder alles Mögliche schreiben, weil man tatsächlich wirklich das Erkenntnisinteresse hat, möchte man wirklich über diese Menschen berichten. Und insofern würde ich nochmal dieses Plädoyer für so einen universalistischen Anspruch ans Ende packen, weil sonst, glaube ich, habe ich so das Gefühl, dass wir ein bisschen uns in so verschiedenen Kategorien und dann müssen wir alle noch dazu packen und am Ende ist alles wunderschön. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Okay, ein Plädoyer zum Schluss ist immer wichtig für so ein Podium. Ja. Vielen Dank, Ines Schwertner und Julia Friedrichs. Vielen Dank Ihnen.